Auf dem Hambacher Schloss wehte zum allerersten Mal in der deutschen Geschichte eine Fahne in Schwarz, Rot, Gold. Ende Mai 1832 wurde sie hinaufgetragen bei der berühmten Protestveranstaltung, dem Hambacher Fest. Das kostbare Original gibt es noch, auch wenn die Farben verblasst sind. Das ist unsere Ursprungsflagge, die erste schwarz-rot-goldene Fahne, die getragen wurde beim Hambacher Fest 1832. Damals nicht die Deutschlandflagge. Deutschland gab es in diesem Sinne nicht, sondern es war ja eine der Hauptforderungen, eine deutsche Einheit, sondern das war die Fahne der Freiheitskämpfer, derer, die sich eingesetzt haben für Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demokratie und Einheit. Die wurde dann in dem großen Festzug von Neustadt hier hoch zum Hambacher Schloss getragen. Und dann auf dem Turm eben aufgepflanzt als Freiheitssymbol. 30.000 Menschen folgten dem Ruf. Hinauf, hinauf zum Schloss. Weil politische Versammlungen damals verboten waren, taten die Pfälzer das einzig Richtige. Sie machten aus ihrer Protestaktion ein Fest. Mit Buden, Musik und Karussellen. Hinauf, hinauf zum Schloss heißt auch die Dauerausstellung am Originalschauplatz. Die Stiftung Hambacher Schloss thematisiert die Geschehnisse rund um das Hambacher Fest. Schulklassen, Touristen aus aller Welt. 90.000 Besucher kommen pro Jahr in die Ausstellung. Eine Erlebniswelt zur Geschichte der Demokratie und deren Ursprung beim Hambacher Fest. Lange Zeit war das Schloss eine Ruine, bevor es 2008 nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen wieder eröffnet wurde. Seither hat es sich zu einem Besuchermagneten an der Weinstraße entwickelt.